Mein Lieblingsautor heißt Neil Gaiman, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und das ist ein ganz großartiger Autor. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung für dieses Buch, das heißt, ich habe keine Ahnung, wie es heißt auf Englisch, auf jeden Fall, Fragile Things, und es sind Kurzgeschichten und Gedichte. Und das Problem ist bei der deutschen Übersetzung, ist, die haben die Gedichte vergessen beim Übersetzen. Deswegen habe ich versucht, ein Gedicht selber zu übersetzen. Das würde ich euch jetzt gerne vorlesen, das ist eins meiner Lieblingsgedichte. Und das heißt auf Englisch, Today is Sorcerer's Landed, und ich habe daraus gemacht, am Tag, als die UFOs kamen. An dem Tag landeten die UFOs, Hunderte, golden, lautlos, schwebten aus dem Himmel wie große Schneeflocken. Und die Menschen auf Erden blieben stehen und starrten, als sie niedersanken, mit trockenen Mündern auf das wartend, was im Inneren auf uns lauern würde. Und keiner wusste, ob wir morgen noch leben würden. Aber du hast das nicht mitbekommen, denn der Tag, an dem die UFOs kamen, war aus irgendeinem Grund auch der Tag, an dem die Gräber die Toten freigaben. Und die Zombies krochen durch die weiche Erde oder brachen für ihn heraus, schlurften mit trüben Augen unaufhaltsam auf uns die Lebenden zu, und wir schrien und rannten. Aber du hast das nicht mitbekommen, denn am Tag der UFOs, der auch der Zombie-Tag war, war auch Ragnarök. Und die Fenster und die Fernseher zeigten uns ein Schiff, gebaut aus den Fingernägeln toter Männer, eine Schlange, ein Wolf, alles größer als der Verstand. Und der Kameramann konnte nicht weit genug wegzoomen. Und dann kamen die Götter raus. Und du hast es nicht mitbekommen, denn am UFO-Zombie-Götterschlachttag brachen die Schleusen der Realität. Und jeder einzelne von uns war umringt von Flaschengeistern und Kobolden, die uns Wünsche erfüllten und Weisheit und ewiges Leben versprachen. Und Scham und Klugheit und Wahrheit. Tapfer Herzen und Töpfe voller Gold. Und Riesen zogen durchs Land und Killer biegen. Aber du hattest keine Ahnung davon, denn an dem Tag, dem UFO-Tag, dem Zombie-Tag, dem Ragnarök- und Feentag, kamen die großen Winde und der Schnee und die Städte wurden zu Kristall. An dem Tag starben alle Pflanzen, Plastik löste sich auf und die Computer drehten sich und die Bildschirme befielen uns zu gehorchen. An dem Tag stapften dreckige, besoffene Engel aus den Bars und alle Glocken von London läuteten. An dem Tag sprachen Tiere assyrisch zu uns, am Yeti-Tag, am Tag der flatternden Umhänge und Zeitmaschinen. Hast du davon nichts mitbekommen? Denn du hast nur in deinem Zimmer gesessen und nicht viel gemacht. Doch nicht mal gelesen. Nicht wirklich. Nur dein Telefon angestarrt und dich gefragt, ob ich anrufe.